There's magic in the air. The world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I... Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu Markus Burkhardts Pflanzenporträt. Eine wirklich wunderbare, wenig bekannte, wenig beachtete heimische Pflanze haben wir heute im Porträt. Sie tut ein bisschen stechen, aber ist unglaublich wichtig für unsere Schmetterlinge und für unsere Bienen. Ja, unsere heutige Pflanze, der dornige Hauhechel, botanisch Ononis spinosa, gehört zu den Hülsenfrüchtlern, also Familie, Unterfamilie ist Schmetterlingsblütler. Kennt ihr sicher jede Menge Erbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen, Blauregen, was gibt es noch, Goldregen, solche Dinge, das sind alles solche Schmetterlingsblütler, also sehr bekannte, aber auch sehr wichtige Pflanzen, also viele Nutzpflanzen darunter. Und dieser dornige Hauhechel, man sieht ihn vielleicht ein bisschen durchblinzeln, jetzt am Bild in rosarot, ist ein wunderbarer heimischer Halbstrauch, würde es vielleicht mal so nennen, der auch mir sehr lange nicht bekannt war. Ich habe ihn dann da in der Gegend zufällig einmal gefunden und jetzt haben wir ihn selber im Garten und ich bin wirklich äußerst glücklich über ihn. Ja, ich glaube, da kann man sich sehr gut so ein bisschen vorstellen, wie der ausschaut. Der sitzt jetzt da das dritte Jahr. Ich glaube nicht, dass er noch sehr viel höher wird. Vielleicht so 70, 80 Zentimeter können die hoch werden. Je nachdem, aha, jetzt ist gerade eine Gartenwollbiene da und tut schon wieder die anderen Bienen da belästigen. Also ist ein Halbstrauch, das heißt, im Winter verliert er zwar alles an Laub, aber zum Teil bleiben die Äste ein bisschen erhalten. Man sieht das eh, je nachdem wie der Winter ist, und dann treibt er vom Boden oder zum Teil aus diesen Ästen wieder aus. Man kann ihn nach dem Winter ohne weiteres auch wegschneiden, ist kein Problem. Er wächst eigentlich, so wie ich jetzt da positioniert bin, fällt mir eh nicht leicht, weil es so schräg ist, eben sehr gerne in so warmen, besonnten, teilweise recht trockenen Böschungen. Bevorzugt tut er so vielleicht mäßig trocken, also nicht extrem trocken. Und er mag eigentlich unsere lehmigen, tonigen Böden sehr gerne. Es steht zwar oft in der Literatur kalkhaltig, das glaube ich nicht unbedingt, weil wir sind keine Kalkgegend. Bei uns ist der Boden eher neutral. Also da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Wichtig ist eben, der Boden soll eine gewisse Durchlässigkeit haben. Und am Naturstandort, auch so wie es bei uns anzutreffen sind, ist sehr gern ziemlich mager. Also auf Magerwiesen oder Halbmagerwiesen. Und da entwickelt er sich wirklich wunderschön. Es ist richtig, richtig Action hier beim Hauhechel. Also es ist, wenn ihr einen Hauhechel setzt oder in der Gegend die Hauhechel blühen, es ist wirklich ein Hotspot der Biodiversität. Es zischen uns die Gartenwollbienen um die Ohren. Vor allem die Männchen sind da ständig nervös, da haben wir schon wieder Verfolgungsjagd. Scheinbar um die 29 verschiedene Wildbienen wurden bereits gezählt. Ich glaube, es sind tendenziell mehr. Auch die schwarzblaue Holzbiene zum Beispiel mag den sehr gern, weil er unglaublich große Mengen an Pollen produziert. Und die brauchen ja große Pollenmengen. Aber was er so auszeichnet, es sind, glaube ich, so knappe 20, scheinbar hat man so um die 19 zählen können, wirklich seltene Wildbienen am Hauhechel zu treffen. Manche von denen sind schon so selten, dass man es wahrscheinlich gar nicht mehr antreffen, weil man gar nicht weiß, sind sie vielleicht schon verschollen oder ausgestorben. Also so selten sind die. Und die sind eben auf diesen Hauhechel oder auf das Vorhandensein der Pflanze angewiesen, wobei die oft größere Mengen brauchen. Da wäre eine ganz interessante, sehr kleine Wildbiene. Und nebenbei ist es eine herausragende Schmetterlingsfutterpflanze. Jetzt für Nektar wenig interessant, weil er ja kaum welchen oder keinen abgibt. Aber aus Raupenfutterpflanze hochinteressant. Ich glaube, es sind also um die 13 Arten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und davon auch einige auf den Hauhechel oder angewiesen auf das Vorhandensein des Hauhechels. Hauhechelbläuling ist zum Beispiel ein bekannter Bläuling, zwar eher
zum Glück noch einigermaßen häufig, obwohl er in den letzten Jahren auch stark rückläufig ist in vielen Gebieten. Hauhechel Glasflügler, ist ganz ein spezieller Schmetterling, schaut ein bisschen so wespenartig aus. Kleines Nachtpfauenauge, also zahlreiche, wirklich interessante, seltene Schmetterlingsarten. Es ist halt, man muss immer dazu sagen, ich muss den Enthusiasmus ein bisschen bremsen, weil sehr oft ist er wichtig, speziell für Schmetterlinge, nicht nur das Vorhandensein dieser Pflanze, sondern es muss auch die Region, in der die Pflanzen sind, gut passen für die Schmetterlinge. Das heißt, einfach entsprechend genügend Individuen und von der ganzen Ausgestaltung der Gegend muss es passen. Die Schmetterlinge legen scheinbar am liebsten die Eier so zwischen die Blüten und da entwickeln sich dann diese Raupen, die eben dann an Blättern, aber auch an den Blüten fressen. Man glaubt es kaum, aber der dornige Hauhechel ist essbar. Also man könnte ihn kulinarisch nutzen, wenn man hoch motiviert ist. Man muss allerdings früh dran sein. Also der frühe Austrieb, natürlich darauf achten, dass die Dornen noch nicht vorhanden sind. Ihr könnt es in dem Salat beifügen, ihr könnt es fein schneiden für, keine Ahnung, vielleicht Spinate oder in irgendwelche Kartoffelpuffer, wie auch immer, kann man damit experimentieren. Hat ganz einen interessanten, ein bisschen einen schärflichen Geschmack. Die Blüten natürlich wären eine wunderbare, wunderschöne Essdeko. Einfach auf ein Brot raufstreuen oder vielleicht auf einen Salat, könnte man gut vorstellen, weil sie das sehr gut abhebt vom grünen Hintergrund. Er ist medizinisch ziemlich in Vergessenheit geraten, ist aber heute noch in Verwendung, schulmedizinisch als sanftes, harntreibendes Mittel. Da nimmt man hauptsächlich die Wurzel. Die Wurzel hat da die höchste Konzentration der Inhaltsstoffe. Wurzel kann man in Alkohol zum Beispiel ansetzen. Aber auch früher, schon in der Antike, war er bekannt bei Gichtleiden, Rheuma, aber auch als Gurgelwasser. Also man könnte, wenn man so Entzündungen zum Beispiel im Mund hat oder an den Zähnen, mit dem Hauhechel gurgeln. Die Blüte, erstens einmal sitzen sie in sehr ansehnlichen, eigentlich großen Mengen, in so ährige Traube, glaube ich, nennt sich das Ganze. Und es ist wirklich eine ganz typische Schmetterlingsblüte. Könnte man es eigentlich vielleicht einmal kurz genauer ansehen, weil diese Schmetterlingsblüten sind im Großen und Ganzen eigentlich alle gleich gebaut. Und man muss es sagen, ein Wunderwerk der Natur. Übrigens, es ist ganz ein feiner, wenig wahrnehmbarer, aber angenehmer Duft, seifig, nämlich wie das letzte Porträt, die bunte Kronwicke. Das erinnert stark daran, aber es ist ein bisschen zarter. Vielleicht schaut es mal rein, wenn es euch interessiert. Es ist auch ein Schmetterlingsblütler. Sehr ganz interessant, wenn man sich die Blüten einmal anschaut, weil die sind ja stark umgestaltete Blüten von den Schmetterlingsblüten. Da sind die Kronblätter zu so einem hochattraktiven Schauapparat umgebaut, der symbolisiert, hello, ich bin sexy und habe viel Pollen für dich. Und da kommen dann natürlich die Bienen sehr gern. Oben ist die sogenannte Fahne, das sind zwar verwachsene Kronblätter. Dann haben wir links und rechts die Flügel und ganz unten ist das Schiffchen. Da ist sind die eigentlichen Vermehrungsteile der Pflanzen drinnen. Also die sind da gut versteckt. Und das ist ein ganz komplizierter Mechanismus aus verschiedensten, oder zwei verschiedenen Mechanismen sogar nur öffnenbar. Also man muss ziehen, drücken und so weiter. Aber die Bienen haben mit dem überhaupt kein Problem. Die kennen das ganz perfekt. Es ist irgendwie eine Mischung aus ziehen und drücken. Lassen wir es einmal so stehen. Sehr, sehr laienhaft erklärt. Aber wenn es unten, diesen untersten Teil, nach unten zieht, also das Schiffchen, dann kommen die Staubblätter zum Vorschein. Also die vermehrungsrelevanten Teile. So, jetzt habe ich es sogar geschafft, ausnahmsweise. Und nichts anderes machen die Bienen, nur 10.000 Mal geschickter. Sie drücken, ziehen und dann kommen sie eben zum Pollen dazu und können die Bestäubungsleistung für diese Pflanze übernehmen. Den habe ich voriges Jahr da gesetzt. Das ist ein ziemlich trockenes Eck da. Fühlt sich schon recht wohl. Ist schon eigentlich ein ganz schöner Waschel geworden. Meistens ist die Farbe der Blüten so, ja, was ist das, ein zartes rosa, lila. Es kann auch mehr ins Blau gehen. Es gibt sogar welche, die weiß sind. Es ist ja Wahnsinn, sogar die Grashüpfer, die Heuschrecken, werden schon seltener.
Das sind also Bewohner der Hauhechelregion. Da fühlen sich die Grashüpfer wohl. Weil der ist schön trocken. Oh, schau, das ist ein schöner. Da bin ich jetzt an einem der letzten wirklich mageren Wiesen- oder Böschungsstandorte bei uns in der Gegend. Eine super Straßenböschung und hier wächst der Hauhechel noch. Da habe ich ihn gefunden. Natürlich ist der Hauhechel mehrjährig, wird sogar zum Teil relativ alt und ist super frostfest, also echt eine absolut robuste, klimataugliche Pflanze, weil er die Hitze auch gut aushält. Und ich finde, es ist so ein gutes Beispiel dafür, einfach den Fuß mal vor den eigenen Garten ersetzen, die Gegend erkunden, vielleicht mit einem Pflanzenführer oder einer Bestimmungs-App und dann im Nachhinein nachschauen, was habe ich denn da gefunden und wen unterstützt es. Und dann wird man zum Teil wirklich ganz, ganz stark staunend, weil man sieht, auch unglaublich ganz seltene Schmetterlinge, seltenste Wildbienen werden eben in dem Fall vom Hauhechel unterstützt. Und er wächst eigentlich ohnehin da, nur kennt ihn niemand mehr, weil er eben total verschwunden ist in der Gegend selber. Und da macht man natürlich dann alles richtig. Vielleicht könnt ihr dann ein paar Freunde und Nachbarn auch noch überzeugen. Und dann haben wir so ein bisschen ein Mosaik wieder an diesen Pflanzen und unterstützen eben so unsere heimische Tierwelt. Ganz ideal. So, das war's jetzt von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Hast du das gesehen?